freue dich, Streiterin. Bitte, setz dich. Lass dir diese Chance zum Handeln nicht entgehen. Im Süden lebt ein recht reizbarer Langhals. Etwas stimmt mit ihm nicht, aber ich weiß nicht was. Sei wachsam, wenn du ihm über den Weg läufst. Gut zu wissen. Pass auf, halte immer mit dem Langhals nicht still. Wenn ich ihn überbeute, bekomme ich Informationen über die Umgebung. Sollte ich mir mal angucken. Also mit etwas namens Make-up. Willkommen zurück, Aloy. Wie ich sehe, hast du auch Poseidon. Etwas, das du hören musst. Okay, ich komme. Aloy, es ist mir gelungen, weitere Räume in der Anlage zu öffnen. Okay. Hey Gaia, ich bin's. Hallo Aloy, willst du unsere Unterhaltung fortsetzen? Also, ich schätze, Beta wird hierbleiben. Ich gab ihr einen Fokus. Hab ihr gesagt, sie soll dich fragen, ob sie helfen kann. Sie ist nicht, was ich erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Ich weiß nicht. Wohl jemanden, der hilfreicher sein würde. Und weniger pessimistisch. Es stimmt. Sie hat unseren Fortschritt überschätzt. Aber man muss auch feststellen, dass ihr Vertrauen in deine Fähigkeiten sie zur Flucht von den Zeniths ermutigt hat. Vermutlich. Gib ihr Zeit. Vielleicht fügt sie sich noch ein. Wie sieht es mit der Biosphäre aus? Funktioniert das Terraforming-System überhaupt? Eigentlich hat das Terraforming-System niemals aufgehört zu funktionieren. Allerdings gibt es seit der Zerstörung meiner Vorgängerin keine zentrale, übergeordnete Intelligenz, die die Roboterelemente überwacht und ihnen Aufgaben erteilt. Als Folge davon häufen sich die Fehler und jeden Tag kippt die Biosphäre etwas mehr in Richtung ihres Untergangs. In den letzten Monaten wurden Störungen in der Biosphäre offensichtlich. Aber diese Indikatorphänomene sind nur ein sehr kleiner Ausschnitt der beschleunigenden Kreisläufe der Umweltprobleme, die die Biosphäre der Erde zum Kollaps bringen. Und du kannst nichts tun, um das aufzuhalten. Wenn du mir Äther, Poseidon und Demeter zurückbringst, dann kann ich kleine Reparaturen an Teilen des Systems vornehmen. Das Wetter wird besser. Das Wasser wird sauberer und wucherndes Wachstum gezähmt. Aber das alles kann den Kollaps nicht verhindern. Es verschafft uns nur Zeit. Nur mit Hephaestus kann ich neue Roboter entwerfen und herstellen, die den entstandenen Schaden dauerhaft umkehren können. Alle Mühen müssen auf dieses Ziel gerichtet sein.
Wie lange bleibt uns dann? Im Augenblick, ohne neue Faktoren, wird die Biosphäre in ungefähr 4 Monaten unweigerlich verloren sein. Und wenn ich Äther, Demeter, Poseidon mit dir verschmelze? Wir würden nur ein paar Monate gewinnen. Naja, jedes bisschen zählt. Bis später, Gaia. Bis zum nächsten Mal, Aloy. Schon okay. Ich kann ihn mir mal ansehen. Nee, das geht schon, wenn ich ein paar Mal mit dem Daumen drauf... Oh! Fast hätte ich dich übersehen. Ich muss dann mal los. Viel Glück. Bis zurück. Ich muss jetzt los. Leb wohl. Hier hat sich wohl jemand eingerichtet. Wie ich sehe, hast du Vars und Sos Zimmer gefunden, Aloy. Ich glaube, sie wollten ein Privatquartier. Verstehe. Wo ist Cotallo hin? Ich glaube, die Tür hatte vorhin keinen Strom, aber sie scheint kaputt zu sein.
Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sie fand die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaube, das beruhigt sie. Weißt du, ich habe das auch oft angesehen. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen kleinen. Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Peter? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Also, um uns einfach etwas kennenzulernen, ja? Und dann sagte sie mir, dass eine der Zeniths sich etwas von den anderen unterscheidet. Tilda, du hast sie gesehen. Im Hades-Testlabor. Sprich weiter. Auf dem Weg zur Erde zeigten die Zeniths nie ihre Gesichter. Mein Servitoraufseher bezeichnete sie als meine Wohltäter und versprach, ich würde sie treffen, wenn ich genug gelernt hätte. Und dann, eines Tages, öffnete sich ein Datenkanal in meinem Trainingsinterface. Und darin wartete Tilda auf mich. In einem virtuell nachgebildeten Haus auf einer Klippe, hoch über dem Meer. Es war wunderschön. Sie zeigte mir Gemälde, Bücher, Medien, Dateien. Wir trafen uns dort viele Male, heimlich. Doch ein paar Monate später hörte es auf. Kannst du uns sagen, warum, Beta? Ich habe Daten über Tilda im Hades-Testlabor gefunden. Ich denke, sie war die Verbindung zwischen Farzenith und Zero Dawn. Sie kannte Elizabeth Zurbeck, so viel ist sicher. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt? Tilda zeigte dir Gemälde und ließ dich auf Mediendateien zugreifen. Bei jedem Treffen zeigte sie mir ein neues Gemälde. Ich glaube, sie war Niederländerin. Ihre Lieblingswerke stammten aus dem goldenen Zeitalter im 17. Jahrhundert. Porträts, Allegorien, Schiffe auf See. Sie hatte so viele. Haben sie dich interessiert? Ich mochte ihr Medienportal. Es war viel umfangreicher als mein Trainingsinterface. Clips, Filme, Holos. Mein Lieblingsfilm hieß Die Rückkehr, über eine Familie, deren Kind wieder auftaucht, nachdem es in der Eiszonenkrise verschwunden war. Okay, aber zeigt dir dieses Portal irgendetwas über die Zeniths selbst? Etwas, das wir brauchen könnten? Nein. Alle Informationen über sie waren zensiert. Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elizabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein! Okay? Ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden, aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich. Als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen. Das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Okay. Dann lassen wir es dabei. Was ist los? Ich versuch's, Val. Aber sie ist eine harte Nuss. Ich riskiere jeden Tag draußen in der Wildnis mein Leben und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte. Aber sie ist wirklich keine Hilfe. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Und noch was. Als ich dich damals beim Testlabor aus dem Wasser gezogen habe, hast du Rosts Namen gemurmelt. Du hast nie von ihm erzählt. Doch er hat dich aufgezogen. Trainiert. Du musst ihn sehr vermissen. Natürlich tue ich das.
Aber ich habe gerade keine Zeit, daran zu denken. Ich muss wieder da rausgehen. Okay. Ich arbeite weiter mit Beta. Gaia sagt, sie weiß viel über Zero Dawn. Vielleicht braucht sie nur Zeit, um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit Hephaestus. Sicher. Aber so lange warte ich nicht. Aloy. Hey, wie läuft's denn so? Mir geht es gut, aber Val meinte, Beta fiel es schwer, sich an das Leben mit uns zu gewöhnen. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, um zu helfen. Ich glaube, das könnte keiner von uns. Wir müssen ihr Zeit geben. Und sie soll sich willkommen fühlen. Bist du jetzt mit den Kontrollkernen in der Lage, die Landgötter in Reinklang neu zu starten? Noch nicht. Gaia hat gesagt, der Neustartcode muss mit den Daten von den Kernen verändert werden. Sie hat meinen Fokus mit Software für die Aufgabe aktualisiert. Aber es ist wohl sehr kompliziert. Es wird dauern. Dann sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Mach ich. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück bei der Suche. Ja? Ich muss jetzt los. Viel Glück. Ich dachte mir schon, dass es noch schneit. Setz dich zu mir, Fremde. Ich muss dir etwas erzählen. Ich sehe dich, Streiterin. Bitte, setz dich. Wenn du weitergehst, verpasst du ein gutes Geschäft.
unter Wasser. Ist in den Bereich eingedrungen. Erika, der Prototyp ist im Tresor. Man braucht alle drei Schlüssel, um ihn zu entriegeln. Bringst du mir mal den von deiner Sicherheitskonsole? Okay, lass dich nicht umbringen, bevor ich da... Erika? Erika! Klingt, als würde ich für das mobile Deckungssystem drei dieser Schlüssel brauchen. Das sind Koordinaten für eine andere Konsole in den Daten. Sollte ich mir mal ansehen. Das sind die Koordinaten von der Konsole, die ich gefunden habe. Das heißt, es müsste hier irgendwo eine weitere geben. Ich bin da.
sieht aus wie eine Art alter Außenposten zur Verteidigung. Werde ich bald brauchen können. Ich werde das unterwegs abschütteln. Noch eine Konsole. Ich sehe es, Korporal. Der Eierkopf von der Tresorgruppe braucht unseren Schlüssel, um den Prototyp rauszukriegen. Ran an die Konsole und hol ihn da raus! Kontakt mit zweitem feindlichen Ziel! Noch ein Horus! Los, fordere den verfluchten Luftschlag an! Noch ein Zugangsschlüssel, der nie beim Prototyp war. Es gibt Koordinaten für eine dritte in der Nähe. Vielleicht finde ich sie.
klug. Evakuierung ist draußen, Doc! Dawn, Gott sei Dank. Der Prototyp mobile Deckung ist im Tresor. Ich brauche alle drei Schlüssel, auch deinen. Nichts da. Ich bin ein VP und habe eine Fahrkarte nach Elysium. Wenn du den Schlüssel willst, hole ihn dir doch selbst. Oh oh. Dawn war ein echter Charmeur. Das ist wohl typisch für Pharaoh. Das wären dann drei Schlüssel. Und neue Koordinaten. Vielleicht der Ort, an den sie zuerst gehen wollten. Thank you.
Ich glaube, die Steine da kann ich wegstellen. Scheint mal eine Anlage. Den Ort hat's übel erwischt. Der Tresor, der in den Aufzeichnungen erwähnt wurde, muss hier irgendwo sein. Ich muss einfach den Koordinaten folgen. Frischwasser-Munition könnte sie verletzen. Noch.
Sieht vielversprechend aus. Dann war das wohl Hernan. Das muss der Tresor sein, der in den Daten erwähnt wurde. Jetzt kann ich ihn bestimmt öffnen. Prioritätsschlüssel erkannt. Zutritt gewährt. Ich glaube nicht, dass es jemand schafft. Ich weiß nicht, was mich zuerst erwischt. Der Luftschlag oder der Horus. Meine Karriere galt im Projekt Mobile Deckung. Das nächste traurige Ende. Zumindest habe ich jetzt den Prototyp. Wenn ich die Daten verwende, die Genders gefunden hat, könnte ich sogar etwas damit anfangen. Er will wissen, was hier passiert ist.
Langhälse klettern. Das will ich auch mal probieren. Du hast ja auch, was du dir wünschst. Ich hab den Geburtstag in der Sie hat's wohl eilig. Weißt du dich eh, ob's das wert ist? Freundin, dann hoch. Komm und... Oh, hallo. Hilf mir daheim zu einer besseren Zukunft. Wie neue Kohle für den Ofen. Damit lodert das Feuer in dir auf. Wieso verlässt du mich sonst? Ich sollte besser aufpassen. Du bist zurück! Du hast was gefunden, ja? Komm schon, rück endlich raus damit. Es ist schwer zu erklären. Bitte, Ich will einfach nur möglichst viel verstehen. Definitiv keine Tablettabdeckung. Die Alten trugen hier heftige Kämpfe gegen Maschinen aus. Manche flohen. Andere blieben jedoch, um das hier zu retten, damit andere weiterkämpfen. Überlebten sie? Also, scheiterten sie. Es ist jetzt in den Händen der bekanntesten Kriegerin des Sonnenreichs, oder? Und mit jedem Relikt, das wir finden, gedenken wir ihres Erbes. Bei der Ausgrabung waren keine Maschinen, also ja, ich denke, das ist wahr. Ich brauche das Tablett und deine Werkbank. Ich muss das erst bearbeiten, bevor ich es benutzen kann. Aber natürlich, Retterin, das ist das Mindeste. Möge die Sonne dich führen. Wie auch du uns geführt hast. Das Ding sehe ich mir mal an. Fast bereit zum Aufbruch? Hopfen natürlich. Was dachtest du denn? Weidenbrustpanzer für die Garde? Das Einzige, was ich hier vermisse. Warte, bis das die Gelehrten hören. Wir gehen in die Geschichtsbücher ein. Schön, dass du das Rätsel gelöst hast. Was mit deinem Knie? Die Natur ist also lang. Mach mal langsam. Blöden Dreck. Ich sollte besser aufpassen. Dein Glück, dass nichts explodiert. Ich hoffe, ein Daumenrücken hat Wir müssen das alles richtig erzählen. Genau deswegen bin ich Gelehrter geworden. Hey, ich dachte, du wärst schon weg. Ich sorge dafür, dass jeder Kaja davon erfährt, wenn er eines meiner exquisiten Stücke erstickt. Oh, kalt.